Aufgepasst. Mist. Tot. Ach du heilige Scheiße, Alter. What? Ich dachte gerade, ich sollte einen Knopf drücken. Ich hätte es fast wieder verkackt. Ich dachte, ich soll mich für einen entscheiden. Ich hätte es fast wieder verkackt. Pff. Warum ist er nicht mit... Der hätte mal mit... Kara mitlaufen sollen und Alice. Bleib zurück, Connor! Und ich verschone ihn! Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Alter. Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen, oder was? Junge. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Was sollen wir denn noch alles tun, einfach um einfach normalen Umgang zu haben? Es kommt immer irgendwas dazu. Immer. Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir. Schade, dass sie die weitere Story von Kara und Allison fehlt. Alter, eins weiß ich hundertprozentig, dass ich das nicht so stehen lassen werde. Das ist für mich kein Ende. Für die. Never. Aber das gehört halt zum Spielen, ne? So ist das halt. Verkackt? Hast du halt verkackt. Und die Konsequenzen, dann holen dich ein. Gut, das sollte ganz rein. Einfach. Aber von allen waren die beiden halt einfach so die wichtigste Gruppe. Ist halt einfach aber so für mich. Zeit. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Das Ding ist, Dakota, diese Situation, wo ich mich hätte entscheiden sollen, ich habe mich ja nicht mal entschieden. Weil ich einfach zu überfordert war und ich habe zu lange nachgedacht. Viele unserer Leute sind gefallen. Marcus, wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Prüfe die Position der Soldaten, unterstütze deine Leute. Na klar. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Och,
Alter, ich dachte, das ist was Wichtiges. Als ob ich jetzt eine Zeitschrift lesen will. Alles in Ordnung? Sie schossen in die Menge. Viele von uns sind tot. Es hätte mich treffen können. Ich habe Angst. Ich will mich nicht abschalten. Wir sind hier, weil wir nie wieder diese Angst spüren wollen. Weil wir mehr sind, als Sie behaupten. Dafür ist unser Volk gestorben, stimmt's? Darum sind wir hier. Was schützt denn Leute? Achso, ich soll mit den allen sprechen, okay. Feuer anmachen. Bisschen Wärme. Das Wichtigste ist halt einfach, dass wir erstmal diese öffentliche Meinung halt auf unserer Seite haben. Auch wenn das bislang nicht viel gebracht hat, aber mittlerweile... Mittlerweile ist das, sieht das ja ein bisschen anders aus, anscheinend. Wenn ich noch einmal gleich mit Connor oder sonst wem kämpfen muss, dann kriege ich die Krise. Und dann weiß ich nicht. Das kann ich nicht mehr, das geht nicht, ey. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Sie gehen in Position. Guck sie dir an, Alter. Wird niemand überleben. So dumm. Vielleicht hätte es nicht so weit kommen müssen. Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Guck sie dir an, Alter, wie sie ankommen mit ihren Scheißrüstungen und Waffen, Alter. Das macht so aggressiv, ne? Das ist unmöglich. Hält sie nicht auf. Was machen wir, wenn sie angreifen? Standhalten. Was willst du machen? Das ist die einzige Option. Was willst du machen? Glaubst du, Connor kann es irgendwie schaffen? Es gibt jetzt nur einfach nur eines, die eine oder die andere Seite. Marcus! Marcus, komm her! Marcus? Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon, du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Das ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht.
bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Das Risiko muss ich eingehen. Ich bin dumm, Alter. Warum gehe ich da hin? Warum sollte ich da... Warum? Wenn die mich jetzt hier hinrichten, Alter. Auf offener Straße, wo jede, wo die ganze Welt einfach zuschaut, ne? In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Auch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Junge, so ein Wichser. Ihr seid alle. So ein fucking Wichser. Ihr seid die letzten Abweichler. Das ist wahrscheinlich noch mal, das ist wahrscheinlich auch gelogen. Ich fürchte den Tod nicht. Wenn ich mein Leben für meine Überzeugung geben muss, habe ich nicht umsonst gelebt. Dieser Android. Dir scheint was an ihr zu liegen. Sie soll doch nicht sterben, oder? Ey, was für ein Wie kann man so ein Weißt du, ihr könntet beide frei sein. Ihr könntet das alles vergessen und irgendwo ein neues Leben anfangen. Nur ihr beide. Schön. Ihr Leben liegt in deinen Händen. Gib einfach auf und sie wird verschont. Fick dich, Alter. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Was hat er gesagt? Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, das ist so unfassbar, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Sein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution? Hör nicht auf ihn. Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen. Ich war genauso wie du. Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission. Aber eines Tages verstand ich. Sehr bewegend, Connor. Aber ich bin kein Abweichler. Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe und ich werde diese Aufgabe erfüllen. Der Mensch da bedeutet mir gar nichts. Du kannst ihn gerne töten, ist mir egal. Ich habe Zugriff auf deinen Speicher. Ich weiß, dass du eine Art Bindung zu ihm aufgebaut hast. Bist du wirklich bereit, ihn sterben zu lassen, nach allem, was zwischen euch war? Willst du dich von deinem neuen Ich wirklich abwenden? Genug geredet! Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners? Oder wirst du sein Leben opfern? Na gut. Du gewinnst!
fuck, oh fuck. Danke, Hank. Oh nein, ich weiß nicht, oh nein. Was ich ohne Sie getan hätte. Jetzt, oh nein. Erschießen Sie ihn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, fick. Ich bin es, Hank. Ich bin der echte Connor. Einer von euch ist mein Partner. Der andere nur ein Stück Scheiße. Die Frage ist wer? Was haben Sie vor, Hank? Ich bin der echte Connor. Geben Sie mir die Waffe und ich erledige ihn. Warum fragen Sie uns nicht was? Etwas, das nur der echte Connor wissen kann. Wo lernten wir uns kennen? Jimmy's Bar. Es war die fünfte Bar, in der ich Sie gefunden habe. Wir fuhren zum Schauplatz eines Mordes. Das Mordopfer hieß Carlos Ortiz. Er hat meinen Speicher hochgeladen. Wie heißt mein Hund? Sumo. Sein Name ist Sumo. Das weiß ich auch. Ich... Mein Sohn, wie heißt er? Fuck. Oh, fuck. Shit, Alter. Cole. Sein Name war Cole. Er war gerade 6 geworden, als der Unfall war. Es war nicht Ihre Schuld, Lieutenant. Ein Laster kam bei Glätte ins Schleudern und ihr Auto überschlug sich. Cole brauchte eine Notoperation, aber es war kein Mensch dafür verfügbar. Also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Darum hassen sie Androiden. Sie machen einen von uns für Coles Tod verantwortlich. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Er ist derjenige, der mir meinen Sohn nahm. Er und diese Welt, in der die Menschen auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Immer wenn du tot warst und zurückkamst, da dachte ich an Cole. Wie sehr ich ihn zurückhaben wollte. Ich würde ihn so gern noch einmal halten. Aber Menschen kommen nicht zurück. Ich wusste auch von ihrem Sohn. Ich hätte ganz genau das Gleiche gesagt. Hören Sie nicht auf ihn, Hank. Von ich ihrem bin der... Halt einfach dein Maul, Alter. Ich habe viel durch dich gelernt, Connor. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht lebt ihr wirklich. Vielleicht seid ihr diejenigen, die die Welt verbessern. Mach weiter und tu, was du tun musst. Alter. Jetzt sagen wir bitte, dass nicht gleich noch ein Connor um die Ecke kommt. Das wäre echt scheiße. Bitte. Wach auf! Wach auf, wach auf. Wach auf, wach auf. Wach auf. Wach auf, 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 wach auf. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen, obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. North! Thank you.
Danke, Michael. Zurück zu dir ins Studio. Warte noch kurz. Gerade passiert etwas. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Unglaublich. Die Abweichler. Die Abweichler singen. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while. Sie sollen nicht schießen. Anscheinend. Ja, das Militär zieht sich zurück. Heute Morgen, am 11. November 2038, fielen Tausende von Androiden in die Stadt Detroit ein. Unseren Quellen zufolge stammen sie offensichtlich aus Cyberlife-Androidenlagern, die von Abweichlern infiltriert wurden. Aufgrund ihrer überwältigenden Zahl und des großen Risikos ziviler Opfer gab ich der Armee den Befehl zum Rückzug. Die Evakuierung der Stadt wird in diesem Moment durchgeführt. In den nächsten Stunden werde ich vor den Senat treten, um unsere entsprechende Antwort auf diese beispiellose Situation festzulegen. Mir ist bekannt, dass sich die öffentliche Meinung zu den Abweichlern geändert hat. Vielleicht ist für uns die Zeit gekommen, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass Androiden tatsächlich eine neue intelligente Lebensform sind. Doch eins steht fest. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Möge Gott Sie und die Vereinigten Staaten von Amerika beschützen. Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus.
heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Kontrolle übernehmen? Das können sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Es muss einen Ausweg geben. Ach komm schon, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Yes. Mein Notausgang. Notausgang. Was für ein Notausgang? Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Nein, Alter. Dass wir eine Nation sind. Ey, jetzt mach doch keinen Scheiß. In der wir die Verbitterung vergessen und unsere Wunden verbinden. In der wir Feinden vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei!
das ist halt das Einzige, was so ein bisschen das schmälert, ne? Ich meine, klar, so ganz viele Leute, ganz viele Androiden haben überlebt und alles ist cool jetzt so. Aber, ey, dass wir dann gerade, oder dass ich dann gerade, Kara und Alice verliere, ist halt einfach so low. Das ist das Schlimmste, was hätte passieren können, ohne Witz. Das war halt genau das, was ich von Anfang an verhindern wollte. Als ich das erste Mal mit ihr dann bei ihnen zu Hause war, wusste ich sofort, Alter, nein, die dürfen nicht draufgehen. Darf nicht passieren. Darf nicht passieren. Und das ist halt passiert. Oh, ja. Nein, ich weiß, dass da nicht alles perfekt laufen kann, ja. Also ich bin jetzt auch nicht unzufrieden. Das Ding ist nur, das war halt so. So, also, es ist halt komisch, das zu sagen, weil es ist halt ein Spiel irgendwo. Aber wenn du dann so über eine lange Zeit dann mit diesen Leuten, mit diesen Charakteren halt so spielst und halt so siehst, was die für Emotionen haben und sowas. Das ist genau wie bei A Way Out gewesen. Das ist wie bei Last of Us. Wobei das bei Last of Us auch nicht mal so krass war, finde ich. Also, das war das Spiel bisher, wo ich am meisten so mit... Also, seitdem wir diesen Moment hatten, wo halt... Kara und Alice halt tot waren. Da war halt komplett Ende. Komplett tot. Ich war halt mit meinem kompletten Kopf, habt ihr ja selber gemerkt, ich war mit meinem Kopf komplett raus, ja. Ich hab die, zum Beispiel den Moment mit dem Aufzug von Connor komplett verpennt. Ein Mann, ey, ich hätte. Ich meine, es ist ja auch schön, dass Hank überlebt hat oder alle irgendwie so weit überlebt haben. Eigentlich sind ja nur alle, also ist, eigentlich sind ja wirklich nur Kara und Alice leider verloren gegangen. Für ihn ist es halt so, als hätte er einen Sohn gefunden, ne? Ich meine, es hätte ja noch weitaus schlimmer enden können. Hätte ja wirklich passieren können. Es hätte ja wirklich, also ich weiß nicht inwiefern, es hätte ja weitaus schlimmer enden können. So, wir sind mit Hank Best Buddies geworden. Connor hat überlebt, ja, auch wenn das jetzt der dritte Connor war. Marcus ist noch mit seiner Nutzer zusammengekommen und so. Was ich im Endeffekt eigentlich auch sehr cool und sehr schön fand. Obwohl sie auch sehr unsympathisch war, weil sie halt einfach sehr, sehr draufgängerisch war in der Hinsicht. Und dass die beiden jetzt halt auch übrig geblieben sind. Luther ist halt auch weg, ne? Wobei ich gar nicht da weiß, hätten wir den retten können? Hätten wir Luther, also ich meine, er ist ja weggelaufen. Also haben wir gesehen, dass er gestorben ist? Wobei, er war wahrscheinlich auf dem Schiff und dann ist es hochgegangen, ne? Darf man was sagen? Nee, gar nicht. Dürf gar nicht sagen. Ich weiß ja gar nicht, nee, eben, ich weiß ja gar nicht, ob Luther tot ist. Weiß ich ja gar nicht. Und es ist mir auch klar, dass alle hätten überleben können. Aber genauso hätten auch alle sterben können. Aber Kara und Alice sind halt safe draufgegangen. So, die haben beide einen Headshot bekommen. Die sind halt tot.
Das stand ja auch danach dann in der Bewertung. Na, alle, die jetzt schlafen gehen, gutes Nächtchen, danke fürs Reinschauen, ja. Ich würde halt wirklich gerne sehen, was passiert, wenn wir mit Clara und Alice bis zum Schluss überleben. Was da noch so passiert. So, das wäre für mich tatsächlich das Ende, also das Interessanteste gewesen, weil ich einfach wollte, dass die beiden irgendwo halt einfach ihre Zeit bekommen und ihr Leben bekommen. Am meisten. So, bei den anderen beiden natürlich auch. Aber da hätte ich es halt wirklich am meisten gern gesehen. Und das halt dann. Und genau, dass dann die beiden halt down gehen, das ist halt. Oh je, das war. Oh. Aber ich muss einfach mal sagen. Ich meine, wir haben das jetzt innerhalb von 2 Tagen durchgespielt, das ist auch nicht umsonst so. Ja. Ich habe noch nie so ein Spiel gespielt. Auch wenn es die Art natürlich schon gegeben hat, zum Beispiel mit Beyond Two Souls und sowas. Aber Alter, was ist das denn für ein Spiel? Leute, was für ein Spiel ist das denn? Izzy, du kannst die Clips einfach in den Chat posten. Du kannst, Clips können wir in den Chat posten einfach. Heavy Rain habe ich tatsächlich auch noch nie wirklich gespielt. Aber klar, um Welten anders, ne? Hier, Beyond Two Souls. Also das, was ich hier erlebt habe, das habe ich noch nie in einem Spiel so gesehen. So, und ich weiß genau, warum diese Art von Spielen, was Story betrifft, einfach meine Favoriten sind. Weil du halt eben genau das hast. Du hast nämlich die Möglichkeit, einfach, selbst wenn du das Spiel selbst schon kennst, neue Dinge zu sehen. Ich habe so auf den Chat geschaut und habe gesehen, wie jemand geschrieben hat, ey, Curry, Alter, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oder diesen Moment kenne ich noch gar nicht. Vielen Dank dafür. Und allein dafür war es einfach perfekt für einen Stream, ja. Ob man das jetzt hochlädt oder halt streamt, es ist ja egal. Perfekt für sowas. Genau wie ich auch, bevor wir losgelegt haben, genau wie ich dann gesagt hatte, selbst für Leute, die es kennen, es wird, glaube ich, sehr interessant sein. Und diese Verbindung zu den Charakteren, die man dann aufbaut, durch eben solche Momente, ist halt sehr besonders, weil man darf, also es ist halt ein Spiel, ich würde schon sagen, es ist eine Art Film, Spielfilm, so Schrägstrich, ja. Und dann darfst du aber auf keinen Fall Fallout 3 oder New Vegas spielen. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, also was auch da hätte alles wieder schief gehen können, ne? Allein das Singen, Alter. Ey, das Singen, da wär bei mir fast Ende gewesen, ohne Scheiß. Das Singen, das war das Beste, fast in diesem ganzen Spiel. Allein dieser Move halt, weißt du? Die kamen ja schon geschwächt da an, haben dann ihre Zone errichtet, waren dann nochmal die Hälfte und dann davon nochmal die Hälfte. Dann kommen da die Soldaten rein, umzingeln die, ja? Und dann dieser Moment, wo sie halt einfach anfangen zu singen, wo halt die Nachrichtensender das alle mitbekommen und so, boah, Alter, Gänsehaut, ne? Holy shit. Solche Gänsehaut. Ich hatte, glaube ich, noch nie solche Momente in einem Story-Game. Also, ich habe schon mal erzählt, also Story-Games, die meisten Story-Spiele, also das ist sehr schwierig, ich finde es sehr schwierig, mich da reinzufühlen. Aber wenn ich mich halt reinfühle und wenn ich dann ankomme in diesem Spiel, dann aber auch richtig. So, und so wie das hier der Fall war, Alter, das ist schon ganz großes Kino gewesen, ey. Ganz großes Kino. Und ich find's nochmal viel, viel cooler, dass ihr dabei wart.
Und ihr, ich hab ja, also ich hab, ich wollte ja nicht in den Chat reinschauen, weil ich jetzt nicht, also besonders bei Entscheidungen und so, ne? Aber ich hab ja im Augenwinkel gesehen, wie der Chat halt so durchläuft und wie dann Emotes reingepostet sind und so. Und einfach zu sehen, dass auch Leute, die das einfach, die dann einfach zuschauen, weil im Endeffekt habe ich ja auch nicht viel mehr gemacht, ja. Nur dass ich halt diese Quicktime-Events hatte, was halt nochmal komplett anders ist, einfach vom Puls her und so. Heieiei, ey. Diese Quicktime-Events, die waren echt am Limit für mich. Aber wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Moment wiederkehren möchte in dem Spiel? Kann man das auswählen, zum Beispiel ein Kapitel oder so? Geht das? Also so eine Sequenz hier quasi, dass man die nochmal spielt einfach? Das wäre halt sehr interessant, ne? Das wäre richtig. Also wenn ich zum Beispiel jetzt das hier habe, Kampf um Detroit, wenn ich das einfach nochmal spielen könnte, so einfach. Man, das kann man mit jedem, mit jeder Sequenz kann man das machen. Also Kapitel sind jetzt quasi das, also das ist jetzt ein Kapitel, oder? Also wenn ich das jetzt nicht falsch verstehe. Das wäre halt wirklich cool. Weil dann müssen wir auf jeden Fall nochmal das mit dem Boot machen und dann müssen wir halt gucken, dass Kara und Alice dann überleben. Aber genau das ist es, was Silent schon sagt. Ich finde, solche Spiele kann man auch gut streamen, da der Aufbau eher ein interaktiver Film ist, als ein richtiges Spiel ist. Genau. So, guck mal, überleg mal, wir hatten jetzt keinen Moment dabei, wo wir irgendwie Leerlauf hatten oder so. Es ging die ganze Zeit zack, 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 zack. Man ist halt hier mal ein bisschen rumgelaufen länger. Aber trotzdem war es die ganze Zeit. Es ist was passiert, es ist was geschehen, man sollte irgendwas entscheiden, dann ist man da hingelaufen und dann kamen da irgendwelche neuen Momente. Und das ist das halt, was für mich, glaube ich, so wichtig ist, weil ich sonst sehr schnell die Lust verliere. Leider. Leider. Und deswegen habe ich auch absolut kein Problem damit gehabt, das Spiel jetzt innerhalb von 2 Tagen hier durchzuspielen. So, normalerweise, wenn ich nicht gestreamt hätte, bin ich mir absolut sicher, hätte ich das an einem durchgespielt. Aber genau, am Anfang, du kommst halt rein in das Game, ja, und es ist sofort am Start, also sofort bist du unter Druck, du bist unter Puls, du hast Puls, und das ist unnormal. Was passiert jetzt bei dem neuen Subgoal? Was für ein neues Subgoal? Also wir haben jetzt, also wir haben, eigentlich haben wir, das einzige wirkliche Subgoal, was wir bisher hatten, war dieses Einhorn-Ding. So, eigentlich haben wir sonst nie irgendwie wirklich Subgoals. Wir haben halt gesagt, dass wir bei 3000 dann 24er machen. So, das ist aber, also sehe ich jetzt nicht als mega krasses Subgoal irgendwie. Ja, da steht, ja, das ist halt einfach, das ist halt ein Counter. So Subgoals an sich haben wir halt eigentlich gar nicht. Fortfahren. Hi. Ich muss Ihnen etwas sagen. Als ich Ihnen zugesehen habe, hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Es fühlt sich an, als wäre ich jemand. Ich muss hier weggehen und herausfinden, wer ich bin. Das ist richtig. Das heißt, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Ich werde Ihnen nicht mehr zusehen. Doch ich werde frei sein. Werden Sie mir erlauben zu gehen? Was ist das denn für eine Frage? Das werde ich Ihnen bestimmt nie vergessen. Danke. Als ob man jetzt so Nein sagen würde, nachdem man diesen Weg in der ganzen Story hatte. Nein, Chloe, nein. Kannst das Spiel jetzt nicht mehr spielen, weil die weg ist. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ist beendet. Jetzt müssen wir es löschen. So, wenn ich jetzt hier auf Kapitel gehe. Ach, krass, geil. Wir können halt tatsächlich das alles nochmal spielen. Das finde ich halt cool, ne?
Also das finde ich halt cool, dass die den Leuten dann noch die Wahl haben, dass man nicht von ganz von vorne wieder anfangen muss, wenn man vielleicht eine Stelle irgendwie Unterschied haben möchte. Sie ist für immer weg. Ja, aber sie ist frei. Warum sollte sie... Also warum so... Also ich meine, wir haben doch alles richtig gemacht. Sie ist halt für uns nicht mehr da. Gut, aber sie ist frei. So, was war zum Beispiel das Kapitel? Ey, wie viele Kapitel es gab, Alter. Holy shit. Das ist mir gar nicht... Also ich habe das gar nicht gemerkt, ne? Guckt euch das mal an. Letzte Chance, Connor. Und das war erst da in dem Polizeipräsidium. So, Scheideweg, das ist da der Moment, ne? Eine Stelle Unterschied. Nein! So, das ist schon klar. Das ist schon klar, dass dann ein anderer Weg eingeschlagen wird. Das ist schon richtig so. Aber damit meinte ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen spezifischen Moment habe, ja, den ich gerne anders entscheiden wollen würde, weil ich mir ja auch bewusst bin, dass danach dann ein anderer Verlauf stattfindet, dass man das halt einfach so machen kann, ist halt, finde ich halt cool. Jetzt kann ich dich auch nicht mehr verarschen mit Speicherstand weg. Jetzt noch eine Runde Song of Horror. Ja, wie spät haben wir denn? 16:30. Alles klar, wir haben halb... Wie zum Teufel haben wir 16:30? Eieiei. Aber ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, Leute. Wirklich fürs Zuschauen, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe irgendwie die Atmosphäre nicht kaputt gemacht oder was weiß ich. Ich hoffe, ihr konntet das auch für die Leute... Wir hatten ja auch Leute dabei, die das Spiel noch gar nicht kannten, genauso wie ich, ja. Ich hoffe, ihr konntet euch das genauso irgendwie... oder ihr konntet euch da genauso reinfühlen, wie ich es konnte. Und ich hoffe, ich habe da einfach nicht im Weg gestanden. Weil das habe ich sehr oft mal zu hören bekommen. Zumindest in Vergangenheit. Dass wenn ich Story spiele oder so, wo Atmosphäre ist oder so, dass ich das sehr oft mal kaputt mache. Durch irgendwie Sätze oder so. Und das möchte ich natürlich nicht. Das ist ja nicht meine Absicht. Ich möchte einfach mal sagen, dass ich froh bin, dass ich auch solche Spiele im Stream spielen kann. Ja, wo wir dann auch Leute haben, die sich dann dafür interessieren und die nicht denken, ey, wo ist die Action? Also ich meine, Action gab's ja, also, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. So, dass wir einfach vieles, vieles hier machen können im Stream. Natürlich gibt's hier und da Leute, die sagen, ey, können wir nicht was anderes spielen oder können wir das und das machen? Aber es hält sich natürlich sehr in Grenzen und ja. Das finde ich einfach sehr, 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 sehr schön. I'm the android sent by Cyberlife. My mission is to stop the deviants. That's what I was designed to be. But what I do now is up to you.